Hallo und willkommen zurück. Ja, heute mal wieder etwas zum Thema Eis. Es ist ja momentan auch richtig warm. Der Sommer ist da und ist ausgebrochen. Und ja, da liegt es nahe, auch mal wieder Eis zu testen. Und ich habe hier von der günstigen Marke, ja, Erdbeere. Ganz schlicht. Eis am Stiel mit Fruchtkern. 6 Stück. Eine Marke von Rewe. Ja, das ist mir so ins Auge gestochen und da habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Erdbeereis klingt jetzt nicht so schlecht. Und ja, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja. So ist das hier. Ein Eis am Stiel. Ja, also was auffällt ist, da ist hier sieht man das eigentliche Erdbeereis. Und dann ist da so eine helle Beschichtung drüber. Und natürlich diese gesprenkelten, ja, Fruchtstückchen, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ja, diese Ummantelung ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Zuerst dachte ich so eine Art weiße Schokolade, aber das trifft es auch nicht so richtig. Ist so eine dünne, ja, weiß ich nicht, kann ich gar nicht näher beschreiben. Jedenfalls das Eis an sich ist richtig fruchtig. Ah, da kommt dieses Erdbeerige richtig gut rüber. Ist eigentlich sehr lecker. Ja, schon schön erdbeerig. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie die Erwartungshaltung ist. Ah ja, diese gesprenkelten Dinger hier außen an der Hülle, das ist so, also so eine Art Crispies, die halt deutlich süßer und aber auch künstlicher schmecken. Das ist so ein bisschen wie das, was in der Yogurette Schokolade ist. Ihr kennt das vielleicht. Da sind auch solche, ja, so komische Crispy Brocken drin, die dann halt, ja, so einen intensiven künstlichen Geschmack haben. Das sind irgendwie genau die gleichen Dinger oder so ähnliche. Der Fruchtkern. Ah ja. Hier könnt ihr das sehen. Das heißt, in der Mitte ist so eine Art Fruchteis-Gelee, was dann nochmal so einen extra ja, Erdbeergeschmack halt hat. Ja, mir gefällt's. Ist jetzt nicht überragend die Geschmacksexplosion, aber vielleicht werden es einige lasch finden, könnte ich mir vorstellen, dass einige sich da mehr versprechen. Aber generell, ja, weiß ich nicht, geht das in Ordnung, würde ich sagen. Ja, mein kleines Review zu Ja, Erdbeereis am Stiel von Rewe. Haut rein und bis zum nächsten Video.